Trucker Babe Manu startet um 7 Uhr in der Nähe von Ulm. Seit einem Jahr fährt sie für ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen. Da Manu auch Arzthelferin ist, arbeitet sie hier immer nur montags. Sie ist die einzige Fahrerin unter 79 männlichen Kollegen. Ja, hi, guten Morgen. Das ist ja die Schöne, die nur montags kann. Hallöchen. Grüß dich, alles gut? Alles gut, mit dir. Morgen, Jungs. Morgen. Weiß ich noch nicht. Muss der Chef was sagen. Chef Cedric plant Manus Einsatz spontan. Heute ist ein Kollege krank und die Truckerin übernimmt seinen Platz hinter dem Steuer des Thermosattelzugs. Manu soll Baustoffe zwischen Mischanlage und Baustelle transportieren. Tom geht mit dir mit. Hält sich ein bisschen an ihn. Er kennt euch ja schon. Na klar. Manu, viel Spaß heute. Wenn was ist, rufst du an. Meld dich. Ich hab ja hier ein Homie. Die Speditionsflotte besteht aus 46 Fahrzeugen. Von Tiermehl über Speisereste bis hin zu Gülle hat Manu schon alles gefahren. Auch als Springer auf dem Bock darf ein bisschen Personalisierung nicht fehlen. Und manchmal finden sich sogar noch kleine Überraschungen. Mein Kollege. Das kommt öfter mal vor. Der weiß ganz genau, wie ich drauf bin, wenn ich keine Schokolade habe. Dann werde ich richtig zickig. Also ich brauche nicht immer Schokolade, aber wenn ich Lust auf Schokolade habe und ich bekomme keine, dann bin ich einfach genauso wie wenn ich nichts zu essen habe. Dann bin ich so unentspannt. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich was dabei habe. Dann ist alles gut. Essen gut, Manu gut. Die Akkus für so viel Frauenpower füllen sich eben nicht von selbst. Hi Tom, wir können losfahren. Okay, alles klar. Montagmorgen. Und Manu ist happy. Mit dem 500 PS starken Truck startet sie in den Tag. 25 Tonnen Kies warten im Berg auf ihre Abholung. Diese bringt Manu zum Mischwerk. Dort tauscht sie die Ladung gegen heißen Asphalt für eine Baustelle an der B10. Manu arbeitet gerne im Team. Und das aus gutem Grund. Wenn man mal Hilfe braucht, dann braucht man gar nicht groß mit der Wimper zucken, sondern die stehen eigentlich schon parat und fragen auch, können wir dir irgendwas helfen? Ich glaube, dass das schon einfach so, ja, dieser Frauenbonus einfach ist. Die 29-Jährige hat sich unter den männlichen Kollegen einen Namen gemacht und ist überall gern gesehen. Ja, wenn ich immer an die Waage komme, die sagen dann meistens, ah, die Schöne, die nur montags kann. Oder auch die Kollegen auf der Baustelle, da ist es einfach irgendwie der Spitzname geworden. Trucker Babe Manu kann damit gut leben. Ich bin gern jemand, der sich richtet, der sich auch schminkt und alles macht. Aber ich bin dann auch diejenige, die dann auch mal gern im Dreck spielt. Und einfach die Hände schmutzig sind und einfach auch das Gefühl, was geschafft zu haben. Und das ist einfach auf der Baustelle und mit dem Lastwagen eine relativ gute Kombi. Wenn sie nicht auf dem Bock sitzt, arbeitet Manu in einer Praxis. Ich bin ja gelernte Arzthelferin und arbeite da auch an 2 Tagen und wollte einfach nebenher ein bisschen mal rauskommen und was anderes machen und bin dann irgendwie dazukommen zu diesem Job hier. Dabei hat sich Manu schon als Königin der Straße gefühlt, als sie neben ihrem Vater als Kind auf dem Bock saß. Seit einem Jahr fährt sie selbst. Wenn ich dann mal an dem Montag nicht kann, weil krank oder kommt irgendwas dazwischen, dann ruft mich mein Kollege meistens an und sagt, oh, die vermissen dich schon alle. Um 7:30 hat Manus Sattelzug das Kieswerk erreicht. Kollege Tom hat Glück. Er kann direkt unter das Silo fahren. Für Manu heißt es erst einmal warten, denn ein Dumper drängelt sich vor. In einer Viertelstunde sollte man eigentlich im Mischwerk sein. Hält Manu den Termin nicht, steht die Baustelle still. Montagstruckerin Manu führt die erste Station ihrer Tour in ein Kieswerk bei Ulm. 25 Tonnen von dem Baustoff werden in einer 65 Kilometer entfernten Mischanlage benötigt. In einer Viertelstunde sollte man eigentlich im Mischwerk sein. Aber die Warteschlange vor dem Silo ist lang. Manu wird ungeduldig. Ist halt blöd, weil ich will jetzt nicht hoffen, dass der Fertiger dann steht wegen uns. Im Mischwerk sind die Ladungen auf die Minute terminiert.
Hält Manu ihren zeitlichen Slot nicht ein, kratzt das nicht nur an ihrem Ruf, sondern der komplette Ablaufplan kommt durcheinander. Morgen. Ich brauche einmal 11, 16, 25 Tonnen. Okay, kein Schreiber. Danke. Mit 3,5 Metern Höhe ist Manus Führerhaus höher als der Silo-Auslass. Sie muss rückwärts ranfahren. Keine leichte Aufgabe. Denn durch die hohe Mulde sieht sie hinter sich nichts. Mit dem Befüllen rennt die Zeit weiter dahin. Wir haben jetzt noch 5 Minuten und dann sollten wir eigentlich an der Mischanlage sein zum Laden. Und wir haben jetzt aber noch eine halbe Stunde Fahrt. Eine unmögliche Mission. Bevor der Kies-Sattel weiter kann, wird sein Gewicht kontrolliert. Eine Überladung wäre eine Katastrophe. Hallöchen, morgen. Einen schönen Tag. Ciao. 40,5, das ist in Ordnung. Wir haben jetzt ein kleines bisschen überladen. Das ist aber jetzt nicht dramatisch, das ist jetzt nicht schlimm. Wenn es jetzt 1 Tonne oder 2 Tonnen wären, dann wäre das natürlich schon eine andere Hausnummer. Die Achslast von Manus Truck liegt bei 8 Tonnen. Glück gehabt. Als Springer in der Spedition muss Manu sich immer wieder auf ein neues Fahrzeug einstellen. Also die Schwierigkeit ist natürlich schon, dass die Knöpfe immer anders sind. Am Anfang bin ich in das Fahrzeug immer eingestiegen und habe hier meinen Vorwärts- und Rückwärtsgang einschalten wollen. Und dann ging der Scheibenwischer und keine Ahnung. Man kann sich da natürlich auch vorher erkundigen und vorher sein Fahrzeug einmal abchecken. Das mache ich aber nicht. Das Universaltalent verlässt sich da einfach auf seine weibliche Intuition. Mit jedem Meter kommt der Sattelzugverband dem Mischwerk näher. In der Anlage trennen sich kurz die Wege von Manu und Flügelmann Tom. Ich muss jetzt kurz fragen, wo wir abkippen müssen, weil der Tom hat was anderes als ich geladen. Ich habe 11, 16 geladen. Das ist ja dann der erste Haufen hier. Okay, ja, dann komme ich einmal so rum und dann. Perfekt. Mit satten 60 Minuten Verspätung bleibt keine Zeit für ein längeres Schwätzchen. Für Manu heißt es abkippen und wieder los. Wir fahren jetzt einmal auf die Waage. Da werden wir dann leer eingewogen. Und dann wird uns gesagt, unter welches Silo wir stehen müssen. Hi. Hi, guten Morgen. Morgen. Komm schon auf Silo 4. Alles klar, 4. Passt. Eine heiße Ladung. 25 Tonnen Asphaltmischung mit einer Temperatur von 150 Grad füllen die Stahlmulde. Die Vollisolierung hält die Temperatur des Mischguts konstant. Also wir sind jetzt auf der Waage. Das Gewicht passt nicht. Ich weiß jetzt nicht, an was es liegt.